So, Hallöchen zusammen, ich möchte euch wieder einen weiteren Mod heute vorstellen. Und zwar handelt es sich hier um ein Presswerk für Paletten. Das Ganze finden wir unter platzierbare Objekte und dann haben wir hier ein Presswerk. Wir haben auch einen Presspalettenankauf. Und das Ganze ist platzierbar. Über die Tasten Q und E wieder drehbar. Ich setze das Ganze einmal hier hin, raus, raus, raus. Und wir haben hier ein kleines, schönes Gebäude hier vorne zu sehen. Die Einfüllung. Es hat auch alles schön Kollision. Presswerk Pfeiffer. So, hier vorne haben wir auch dementsprechend Hackschnitzel als Info. Jo. Dann probieren wir das Ganze doch einmal aus. Ich habe hier mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Wer sich fragt, welche Map das ist die Maverick V2. Eine riesengroße Map. Und ich würde sagen, nicht alleine zu bewirtschaften. So, dann füllen wir das Ganze mal rein. 59.000 haben wir geladen. Gucken mal, wie viel hier reingeht. Ja, jede Menge. Gut, 59.000 sind drin. Das ist eine Hausnummer. Und das sind gerade mal 11%. Ja, Halleluja, ne? Und ich würde sagen, hier vorne müsste der Output-Trigger sein. Gucken wir uns das Ganze doch einfach mal an. Das Display ist sehr schön. Ja, und 8000 passen dann auch auf so eine Palette. Ja, ich würde sagen, von der Optik her gar nicht mal schlecht. Palette, naja, nicht zur Weiterverwertung irgendwie zu gebrauchen, glaube ich. Es sei denn, einer von euch da draußen kann diesen Output hier schön reinnehmen, einmodden. Dann natürlich könnte man das Ganze auch in einer Map verwenden. Ja, im Großen und Ganzen sieht das für mich nach einer soliden und recht kostengünstigen Form aus, das Ganze. Zu platzieren, Hackschnitzel, welche über sind, einfach in verkaufbarer Form oder anderer verkaufbarer Form irgendwie zu machen und ja. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch der Mod gefällt, schreibt mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich gerne über ein Däumchen und einen Kommentar freuen. Und natürlich auch das Abonnieren. Schaut gerne in den anderen Projekten vorbei. Ich zocke momentan noch die nordfriesische Marsch Vierfahrer Map und versuche da alles mit Curseplay irgendwie auch nur erdenklich zu automatisieren. Ja, auch in die anderen Projekte seid ihr gerne gesehen. Nein, wünschen wir euch, dass ihr das gerne seht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Hier bei den Giant Roosters mit mir, dem P-Freak. Also, tschüss.